die häufigsten Fehler, die ihr beim Vertikutieren vermeiden solltet. Für Gartenbesitzer und Hobbygärtner ist das alljährliche Vertikutieren des Rasens eine Art Ritual geworden. Neueinsteiger oder Neugärtner können allerdings dabei einige Fehler begehen, die dem Rasen schaden und sich nur mühsam und aufwendig wieder reparieren lassen. In diesem Video möchte ich euch die häufigsten Fehler zeigen, die ihr beim Vertikutieren machen könnt. Und vielleicht erkennt der ein oder andere erfahrene Gärtner von euch ja auch unter diesen ganzen Punkten einen Fehler, den auch ihr begeht. Dann lasst uns mal beginnen. Fehler Nummer 1, die Schnitttiefe nicht anpassen. Wenn ihr zu tief vertikutiert, kann es sein, dass die Grasnarbe erheblich beschädigt wird. Es dauert unwahrscheinlich lange, bis sie sich erholt, wenn sie sich überhaupt erholt. Im Zweifelsfalle empfehle ich eine Schnitttiefe von ca. 3 mm. Fehler Nummer 2, auf nassem Rasen vertikutieren. Oftmals greifen gerade Hobbygärtner nach einem starken Regenschauer direkt zum Vertikutierer und wollen mit dem Tagwerk beginnen. Dieses schädigt aber eurem Vertikutierer nur. Er wird anfangen zu rosten. Des Weiteren ist die Wiese sehr schwer geworden und die Arbeit des Vertikutierens wird unnötig erschwert. Das heißt, an einem regnerischen Tag nach einem Regenschauer bleibt der Vertikutierer in der Garage bzw. im Schuppen. Fehler Nummer 3. Vor dem letzten Frost vertikutieren. Den meisten Hobbygärtnern brennt es quasi unter den Fingernägeln, wenn Ende Februar, Anfang März die ersten warmen Sonnenstrahlen da sein sollten. Sie können es nicht mehr abwarten, das Tagwerk soll endlich beginnen, der Vertikutierer wird aus der Garage genommen. Das Problem hier: der Rasen hat mit dem Wachstum noch gar nicht begonnen, weil er viel zu kalt ist. Das würde bedeuten, die noch vorhandenen Grashalme werden einfach nur abgerissen. Und das schadet dem Rasen. Ich empfehle hier, wartet mit dem Vertikutieren, bis ihr den Rasen dreimal mähen musstet. Erst dann hat der Boden auch die richtige Temperatur erreicht. Fehler Nummer 4. Vor dem Vertikutieren wird der Rasen nicht gedüngt. Ihr solltet ca. 2 Wochen, bevor ihr den Rasen vertikutieren möchtet, den Rasen ausreichend düngen. Nur so ist der Rasen gestärkt, um mit den Strapazen der Vertikutierung fertig zu werden. Fehler Nummer 5. Vorher nicht den Rasen mähen. Der Vertikutierer und der Rasenmäher sind ein ideales Team, wobei der Rasenmäher die ideale Vorarbeit leistet. Ihr solltet den Rasen vorher mähen, bevor ihr mit der Vertikutierung beginnt. Fehler Nummer 6. Den Rasen nur in eine Richtung vertikutieren. Viele, gerade Hobbygärtner, begehen den Fehler und laufen mit dem Vertikutierer den gleichen Weg wie mit dem Rasenmäher, sodass man dann dort auch die schönen Linien auf den Rasen zeichnen kann. Das ist aber nicht sinnvoll. Sinnvoll ist es, wenn ihr nur einmal im Jahr vertikutiert, solltet ihr einmal in Längs- und einmal in Querrichtung vertikutieren, sodass ihr euch ein kleines Schachbrettmuster auf den Rasen zaubert. Und der nächste Fehler, der sehr häufig beim Vertikutieren macht: wenn ihr aus irgendwelchen Gründen eine Pause machen müsst. Oh, Moment, mein Handy klingelt. Hallo? Merkt ihr was? Der muss angehoben werden. Wenn ihr absetzen müsst, weil ihr hinten angekommen seid, eine Kurve drehen müsst, fahrt über die Hinterräder, hebt das Scherblatt an. Ihr zieht euch da Furchen in die Wiese. Ihr wusstet gar nicht, dass ihr so tiefe Furchen mit dem Ding ziehen konntet. Das heißt nochmal, fahren, normal, umsetzen, gleich anheben. Okay, weiter geht's. Nächster Fehler. Fehler Nummer 8. Keine Vorarbeit leisten. Bevor ihr mit dem Vertikutieren beginnt, sucht euren Rasen nach Fremdkörpern ab, die sich im Laufe des Winters dort angesammelt haben könnten. Dieses sind zum Beispiel Äste oder Steine. Das Schneidwerk des Vertikutierers ist zwar recht stark,
Aber beim permanenten Überfahren von Fremdkörpern kann dieses auf Dauer einen größeren Schaden nehmen. Fehler Nummer 9. Mehrere Male im Jahr vertikutieren. Experten raten dazu, den Rasen maximal 2-mal im Jahr zu vertikutieren. Alles andere, wenn ihr zu häufig vertikutiert, wird dem Rasen auf Dauer wahrscheinlich schaden. Fehler Nummer 10. Rollrasen vertikutieren. Frisch verlegter Rollrasen hat so viel Energie, dass er frühestens 2 bis 3 Jahre nach dem Verlegen das erste Mal vertikutiert werden soll. Fehler Nummer 11. Die falsche Reihenfolge. Bevor ihr vertikutiert, solltet ihr die Reihenfolge einhalten. Circa 2 Wochen bevor ihr vertikutieren möchtet, muss der Rasen gedüngt werden. Dann solltet ihr die Rasenfläche nach Fremdkörpern wie Ästen und Steinen absuchen. Dann wird der Rasen gemäht und erst dann wird der Rasen vertikutiert. Fehler Nummer 12. Den Schnitt einfach liegen lassen. Wenn ihr den Schnitt einfach liegen lasst, entzieht ihr der vorhandenen Wiese Luft und Licht. Des Weiteren bietet ihr Schädlingen eine ideale Aufbauhilfe für den Nestbau. Und das wollen wir ja nicht. Fehler Nummer 13. Keine Hake verwenden. Einige von euch gehen her und sammeln das Schnittgut mit den Händen auf. Das hat aber den Nachteil, dass ihr nicht alle Partikel von dem Schnittgut seht und aufsammelt. Nehmt auf jeden Fall eine Hake oder so wie ich hier einen Rechen. Damit geht es einfacher und ihr habt fast alle Partikel des Schnittguts aufgesammelt. Fehler Nummer 14. Den Rasen nicht wässern. Das Vertikutieren ist für den Rasen eine reine Strapaze. Um dem Rasen zu helfen, solltet ihr ihn regelmäßig und in ausreichend genügend Abständen wässern. Nicht unter Wasser setzen, nein, nur wässern. So wird euer Rasen bald wieder schön grün und saftig. Fehler Nummer 15, die falsche Geschwindigkeit. Beim Vertikutieren kommt es natürlich auch auf die Geschwindigkeit drauf an. Ihr sollt hier nicht im Entengang über den Rasen gehen, aber auch nicht so, als wenn ihr ein 100-Meter-Rennen gewinnen wollt. Geht einfach in der Geschwindigkeit vor, die ihr auch beim Rasenmähen anwendet. Langsames Gehen. Fehler Nummer 16. Den Rasen danach betreten. Das Vertikutieren ist für den Rasen die reinste Strapaze. Er braucht einige Wochen Zeit, um sich wieder zu erholen. Und diese Zeit solltet ihr ihm geben, indem ihr den Rasen nach Möglichkeit nicht oder nur ganz selten betretet. Das gilt leider auch für Kinder, die natürlich gerne auf dem Rasen spielen würden. Aber der Rasen braucht seine Zeit und die sollten wir ihm auf jeden Fall geben. Fehler Nummer 17. Sich ablenken lassen. Wenn ihr mit dem Vertikutieren begonnen habt, zieht es bis zum Ende durch. Bis zum Ende meine ich mit dem Entfernen des Schnittgutes und der Wässerung des Rasens. Lasst euch jetzt nicht aus der Küche rekrutieren. Hey, komm mal her, mal eben abtrocknen helfen oder häng doch mal eben die Wäsche auf. Nein, zieht es vom Anfang bis zum Ende durch. Trinkpause ist natürlich kein Problem. Aber nicht, dass ihr da 2-3 Stunden irgendwie euch ablenken lasst und dann wisst ihr nicht mehr, wo ihr wart. Und jetzt komme ich zu dem allergrößten und letzten Fehler. Der allergrößte Fehler ist allerdings, dieses Video nicht liken. Gebt diesem Video einen Daumen hoch. Spätestens, wenn ich euch den einen oder anderen Punkt zeigen konnte, den ihr vielleicht auch falsch macht. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare.
Ich versuche, schnellstmöglich zu antworten. Den Kanal TV Solution dürft ihr natürlich gerne abonnieren. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wenn ja, sehen wir uns doch bestimmt in einem der nächsten Videos.